Die Unwetter am Wochenende haben in Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen immense Schäden angerichtet. Stürme und starker Hagel haben rund 90% des Ortes zerstört, Bäume wurden umgeknickt und Gärten verwüstet. Die Häuser im Ort haben Schäden, die schätzungsweise in die Millionen gehen. Die Aufräumarbeiten im Ort sollen mehrere Wochen andauern, die Reparatur der Häuser sogar Monate. Tennisballgroße Hagelkörner zerstörten mehr als 100 Dächer, 200 weitere wurden stark beschädigt. Autos wurden durch die riesigen Hagelkörner schrottreif. Verletzte gab es aber keine. Die Bergwacht und das Technische Hilfswerk sicherten und dichteten die Dächer in dem Ort ab. Notdächer aus ganz Bayern sollen nun nach Bad Bayersoien transportiert werden. In dem Gebiet wurde der Katastrophenfall ausgerufen.